Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark mit der Annie, der... Jetzt muss der Fabi überlegen. Der Mandy, ich muss nur gucken, wo sie alle sind. Wo ist denn die Kali? Ich bin oben auf einer Plattform und habe einen Schweine langsam Fuchsaurier. Der Kadi, der da die Ellie, die irgendwie drin rumkramt und der Day, der da hinten auf Dieter steht. Ja. Wie, Day steht auf Dieter. Und ach, wir nehmen schon auf, Hallöchen. Ja. Und direkt erstmal als kleine Info am Anfang. Oh, ich bin da runtergefallen. Das war nicht die Info. Direkt erstmal als Info zum Anfang. Ich weiß gerade nicht, ob mein Rechner schon wieder dasselbe Problem hatte, wie es davor ist. Das heißt, es kann sein, dass wir, Ark direkt wieder mal nicht so gut zeigen können. Aber Ark hat bessere Performance. Das heißt, vielleicht kann ich es auch am alten Rechner zeigen. Dann hat etwas abgespeckt. Hooray! Genau. Ich bring Spino mit. Was? Ja, bring du mal Spino oder? Mit. Was? Nicht mein Spino, oder? Nein. Hast du nicht gesagt ein Stego? Ja, du hast Stego gesagt. Oh nee, ich wollte Spino machen. Oh mein Gott, ich dachte gerade, die Mandy meint so, komm, lass mal ein Dino zählen, schieß mal so leicht auf den Stego. Ja, so, ja okay, meinetwegen Stego. Aber dass die Mandy meinte, dass ich den Köder für den Spino machen soll. Nein! Den haben ja, ne, ganz schön frech hier. Hilfe, nein. Ich, ganz ruhig. Den da hätte ich gerne. Den warum? Da unten. Ich hab hier, ne? Weil der Level 130 ist und hübsch ist, der ist grün. Die Mandy nimmt mich als Köder. Nein! Das ist... Quatsch. Okay, pass auf. Das ist die ultimative Zähmtechnik. Oh Gott. Jetzt nur auf so ein Patera Dings davor. Oh Gott. Alles gut. Alles gut. Du willst mich abwerfen. Und ja, ich lass dich hier gut hängen. Alles gleich prima. Spottet der dich und dann springt der hoch. Ach ja, toll. Nein, okay. Ellie, wollen wir hast helfen? Hast du einen Armbolzen mit? Nein, ja, ich hab nur eine 26 Pfeile. Okay, pass auf. Dann guck das mal ist nach nicht oben. Viel, ne? Ja. In meinen Vogel und mach mal F auf den Vogel. Ja. Alter, was machst du? Dann kannst du auf denn? Das Inventar zugreifen. Was denn? Ja? Wolltest du mithelfen? Ja. Ja, okay, dann nimmst meinen Vogel? Hab ich. Den nehmen wir mit. Du nimmst dir die Armbrust raus und die Pfeile? Ja. Nimmst die Armbrust ins Inventar? Ja, hab ich. Ich zieh schon auf ihn. Also. Sehr gut. Okay, dann stellst du erstmal noch die Gamma hoch, damit du den besser sehen kannst. Gamma 4. Genau, so, und jetzt schießt du den einfach ab. Okay. Wartest immer 3 Sekunden bis zum nächsten Betäubungsfall. Okay. Oh, ich hab in den Patera geschossen. Ja, ich hoffe, dass mein Vogel überlebt, ne? Ich weiß nämlich die ganzen Pfeif-Tasten nicht mehr. Warte, der ist neutral. Kriegst du den von hier? Ich hoffe nur... Ist passiv. Ja, so, wir unterstützen euch. Kann das sein, dass ich gerade immer noch in den Dino schieße? Ja, warte mal eben, bis der die beiden hier geärgert hat getötet hat, besser. Alles klar. Dass ich sie betäube, wenn ich hier oben fliege. Ja, ich versuche mich mal immer so zu stellen. Okay. Ich sag mal immer, in den Kopf, ne? Ja. Am besten, wenn ihr es schafft, klar. Ich habe schon wieder in den Patera geschossen, oder? Hängen, ne? Ja. Ja, das ist irgendwie solltest du nicht zu häufig machen. Oh. Ja, das mache ich ja nicht mit Absicht. Laut meiner Ansicht schieße ich komplett daneben. Schieß mal nicht drauf. Ja, ich weiß, die Hitbox ist noch ein bisschen... Man kann Panik mehr... jetzt kriegen, Fabi. Nein. Oh, alles gut, der frisst uns nur gleich. Alles gut. Nils, wenn du noch weiter in die Höhe fliegst, dann habe ich noch weniger Chancen, ihn zu erwischen. Ja, aber umso höher ich stehe, umso weniger triffst du mich. Hilfe, so, wir sind gelandet. Ja, habe ich ihn erwischt? Nee, keine Chance, hat aufgeploppt. Versuch mal jetzt, ich stehe ein bisschen höher. Okay, ich muss nur gucken, weil der ist rechts von uns. Moment da. Also er ist für mich viel zu weit weg, Nils. Tut mir leid. Nee, ich treffe immer unseren Flugdino. Wenn ich so stehe? Jetzt habe ich ihn getroffen. In den Popo. Okay. Sehr gut. 1, 2, 3. Wenn Fabi trifft, dann richtig. Jetzt habe ich ihn noch wieder getroffen. Gut aus. Also da kommt immer so eine 35. Das ja, jetzt, genau. Das, dann nimmt der Schaden, ne? Das ist neu. 1, 2. Also schon was älter, aber. Ah, oh, meine Güte! Versuch mal keinen Fall eben zu schießen, sonst landen wir. Haben wir ein paar Stinbären? Oh, das nervt total, dass der immer im Wasser hängt, ne? Ja. Fabi, wenn du den nächsten triffst in den Vogel, ne, dann fallen wir, glaube ich. Ja, meinst du, ich treffe den Vogel mit Absicht? Ich glaub, das Problem liegt eher, dass wir neben ihm stehen, Nils, und nicht über ihm. Du müsstest näher ran, aber dann wirklich genau über ihm sein. Der rotiert so komisch. Jetzt rotieren wir. Ja.
Ich glaube, der ist ein bisschen behindert. Jetzt ist er unter uns. Geht das? Ja. Ah, jetzt habe ich ihn erwischt. Aber ich krieg seinen Kopf nicht anvisiert. Hab ich jetzt gerade unseren Vogel getroffen? Ja. Kann ich auch auf den Day schießen? Bitte nicht. Haben wir noch einen anderen Patera-Dingstar-Vogel? Oh Gott, ich habe echt Angst, dass wir jetzt gleich abstürzen. Ja, habe ihn schon wieder. Hier oben ist schwer, ne? Ich treffe ihn schon immer zu. Der frisst da gerade irgendwas. Oh, der war daneben. Ich hab dafür getroffen. Achso, okay, ja. Ich geh nochmal ein Stück runter. Oh Gott, ich hab fast die Hälfte von dem Topo erreicht. Oh Gott. Haben wir hier einen Felsen, wo wir uns hinsetzen können? Ups. Oh, Fabi. Ich mach das nicht mit Absicht, verdammt. Ich weiß. Wir müssen uns absetzen, oh Scheiße. Achtung. Wie viele Pfeile braucht er denn überhaupt? Ein paar, ich habe aber noch welche. Da er Level 130 ist. Mandy. Der gerade mal wieder denkt, ich lauf weg. Schieß mir nicht drauf, Fabi. Okay. Du kannst versuchen näher zu kommen, ich muss mal eben an Torpower verlieren. Wenn er nah auf dich zukommt, lauf einfach oder bleib geradeaus stehen, dann kann ich dich am besten greifen, okay? Okay. Soll ich drauf schießen? Sagte sie und er starb trotzdem. Ja, wenn du kannst. Nicht bewegen, nicht. Ah, jetzt ist es zu spät. Wo ist er denn hin? Im Wasser rechts von dir. Im Wasser rechts von mir? Rechts. Oh, da ja, drüben. Oh, das ist ja weit weg. Wenn er sich nicht bewegt, kann ich nämlich den. Kann ich ihn von hier aus treffen oder ist das ein bisschen weit? Nee, das ist zu weit. Au, jetzt hast du uns wieder. Das war echt scheiße. Fabi ist ganz mutig. Oh, er hat aber euch in Agro-Dingens. Ich hab ihn getroffen. Ja. Yay! Warte, ich flieg ein Stück weiter. Oder triffst du ihn noch? Ich treffe ihn noch, ja. Oh, ja. Das triffst du nicht. Ich treffe also ihn so von hier. Nimmt irgendwie an Schaden oder irgendwas. Ja, dann, ich treffe ihn. Oh Gott, Mandy. Oh Gott! Oh Gott! Alles kalkuliert. Und ich hab ihn wieder getroffen. Warte. In die Schnauze. So ist perfekt. Oh Gott, wie steht ihr denn da? Nicht mehr bewegen. Soll ich vielleicht aufhören zu schießen? Gleich echt ab, ich sehe es schon. Oh, er haut ab. Das der Witz ist, ich weiß nicht, aber da könnte ich ihn theoretisch mal probieren zu treffen. Ich habe nur noch 4 Pfeile. Warte, ich leg dir welche rein. Also angeblich braucht er 49 Pfeile. Fabi, ich gehe mal rüber, ja, nicht schießen. Okay, ich hab dir welche in meinen Vogel gelegt. 49. Oh, er kämpft gerade gegen eine Schildkröte. Sehr gut. Kannst du so? Ich weiß nicht, so habe ich genau den einen Pfeil, den ich geschossen habe, habe ich genau vor mir hängen. So, ich probiere es mal. Geht's denn dein Guckst Vogel? Du denn ein bisschen nach unten dabei? Ja, ich guck saumäßig nach unten. Fabi guckt sich quasi auf die Füße. Warte mal, aber ich kann mal absteigen. Lass mich mal runter. Und nehme ich schieße dann einfach ein paar Mal und dann nimmst du mich wieder hoch. Jetzt kommt er. Ja. Kommt er auf mich zu? Nee, der kommt auf uns zu. Hol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 . Nee. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh Gott, das war echt knapp. Ich hätte echt Schiss, dich nicht mehr rammen zu können. Warte, lass Ellie und Day schießen, wenn er gerade auf dem Akku ist. Also ich kann auch auf jeden Fall. Aber das gibt's doch nicht, du Kackvogel. Entschuldigung. Oh, ich hasse es, wenn du irgendwas abbaust, dann kommt so eine dreckige Schildkröte, läuft dir vor die Axt und dann bist du der Dumme, der die Schildkröte angegriffen hat. Nein. Das ist so nervig. Schildkröte hätte aufpassen müssen. Also nach hinten schießen kann ich, glaube ich, aber. Ja, dass ich sie wieder unseren Fuß. Mal gucken. Ey, ja, bei den Vögeln ist das echt doof. Bei so einem Argentavis geht das viel besser. Ja. Oder ein Quetzel. Argentavis. Ja, er ist unter uns. Ja, aber ich treffe die ganze Zeit total unsinnig. Ich schieße gerade nach unten und treffe unseren Vogel, der über mir ist. Also treffe ich ihn von hier aus, Mandy. Ja? Oh, er kommt zu euch. Echt? Ach, der will. Zu stoppen ist gar nicht so leicht. Hat jemand mitgezählt, wie viele Pfeile der schon drin hat? Nee. Also er bräuchte 49. Ach komm, geht doch. Im Kopf? Nee, 36 mit der Armbrust. Oh, wir haben locker mehr schon reingeballert. Ja, aber wir hatten immer zwischendurch Pausen, wo wir ihn nicht getroffen haben. Deswegen konnte die Benommenheit wieder abgesenkt werden. Ich treffe so nicht, Nils.
Ach, da unten seid ihr. Da seht ihr den Spino rumrennen. Ja. Wir versuchen's. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Wo ist er denn? Nach da vorne. Vorne. Also du musst so, flieg mal so über ihn drüber, dass ich nach hinten schießen kann. Das müsste mal passen, Mandy. So, jetzt Versuch's. Steht er gerade wieder bei uns. Ja. Oh, jetzt hast du gerade uns getroffen. Schon wieder? Nee, ich habe jetzt zweimal ihn getroffen. Dreimal. Noch ein Stück? Ja, noch ein kleines bisschen, da kann ich nur in den Arsch schießen. Jetzt hast du uns wieder getroffen. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist einfach nur affig. Die Hitbox bei diesen Vögeln hier ist halt echt mies. Ja, auch total unlogisch. Ich schieße wirklich gerade nach unten. Der Vogel ist über mir. Wie kann der Pfeil sich denn so einmal drehen und nach oben knallen? Ja. So. That logic. Ich würde jetzt ja drauf schießen, aber ich glaube nicht, dass ich treffe wieder uns, denke ich mal. Aber ihr trefft ihn gerade, oder? Er kriegt gerade Schaden, ja. Ich sehe es. Ja, ich treffe ihn gerade. Und jetzt läuft er wieder weg. Er sich wieder. Das Schlimme bei dem Stego ist natürlich auch noch, Stego, oh. Spino, der darf nicht im Wasser landen, sonst ertrinkt der uns. Ja. Was ist er denn? Im Wasser natürlich. Jetzt müssen wir wieder warten. Ach, da drüben schwimmt er, ja. Er hat gerade Fische. Ja, das ist super schlecht. Warte, Andy, wir müssen landen. Mhm. Das ist aber ganz schön weiter Schuss, aber der Meister der Armbrust. Der Snipe-Kunst. Trifft ihn nicht, ja. Bin wieder überfahren. Wo ist er denn? Ja, voll, irgendwo. Auf der anderen Seite. Oh, komm, ich da bis dahin? Kann ich ja da oben auf dem Felsen absetzen, vielleicht triffst du ihn dann. Ich glaube, die betäubt hat vom Vogel geht gar nicht runter, weil der nichts zu essen hat. Kann das sein? Weiß ich nicht. Ihr Fußsoldaten, passt ihr kurz auf euch auf? Dann hole ich mir Fleisch. Nee, ich habe ihn nicht getroffen. Ich auch nicht, ja. Versuche ihn mal anzulocken. Oh, mir ist auch noch kalt, das heißt, ich muss mal kurz Wasser schlucken. Wasser? Warum musst du Wasser schlucken, wenn dir kalt ist? Weil ich durstig war. Moment, warte mal, lock ihn mal nicht an, ich hab keinen Schutz. Patsch. Er kommt hinter mir her. Das ist ja toll. Nee, er hat sich wieder gedacht, nee, langweilig. Also wenn die einmal im Wasser sind, ist es so schwer, die wegzukriegen. Ja, weil die ja so viel Futter haben. Komm mal bei mir bei. Komm mal bei die Mutti. Komm mal bei die Mutti. Hab ihn getroffen. Komm. Er hat mich bereit zum... Sind wir hier oben drauf eigentlich sicher? Natürlich nicht. Nein. Der krabbelt da einmal rüber, der macht einen Fuß drauf und dann ist er oben. Ha, ich habe ihn getroffen. Na her, jetzt zieh dich doch nicht so. Guck mal, ich bin ein Hähnchen. Hast du noch was von deinem Mettbrötchen über? Ich konnte mir ja keins mehr machen, ich hab's in den Kühlschrank gelegt. Komm her! Oh, komm, Fabi, nur weil die Mann jetzt kein Mettbrötchen hat, kriegt ihr den Spino nicht angelockt. Ach, Quatsch! Ich bin auf die Kadi, wo war die nochmal? Alter! Oh Gott! Kleines Unterfangen, allein schon den Spino herzuholen. Ich werde wieder als Köder missbraucht. Ja, vor allen Dingen waren jetzt alle Pfeile wieder umsonst, ne? Ellie, ich nehme mich mit. Ja. Geht das? Oh, fuck. Au. Sorry, ich wollte dich da oben auf dem Bein absetzen, aber irgendwie... Komm, schnupper. Ah, ich bin getroffen. Sehr gut. Ich bin lecker. Guck mal, sie ist Und nochmal getroffen. Go, Fabi. Und nochmal getroffen. Go, Fabi. Yay. Eins, zwei, drei und nochmal. Auch nochmal getroffen. Wo bist du denn gerade? Im Wasser. Das ist ein kleiner Säufer, wa? Hm. Obwohl, ist es überhaupt ein Männchen? Keine Ahnung. Oh Gott sei Dank, das ist ein Männchen. 62 habe ich in den Kopf getroffen. Mir ist vor ich. Meine Armbrust macht mehr Schaden als deine. Jetzt geht er wieder ans andere Ufer, will den vereiern. Haben wir ihn jetzt dann, weil er schon wegläuft? Wenn er wegläuft, ist das so wie ein Fluchtversuch. Fluchtversuch? Ja. War das schon wieder der Vogel? Ja. Du lässt mich jetzt vor dem Spino stehen? Ja.
glaube, Manny, so kann ich nicht schießen. Jetzt fall um! Ja? Jetzt nicht mehr. Ich hab keine Pfeile mehr, Manny. Au. Oh. Das ist schlecht, dann hast du schon richtig viele verballert. Hier in meinem Vogel ist noch was drin. Da hinten. Ich bin Teil wieder weg. Ich hab das ja nicht mit Absicht gemacht. Nein, alles gut. Ich bin euch ja dankbar, dass ihr mir überhaupt helft. Komm her. Allerdings ist das halt echt schwierig, so ein Ding zu holen, ne? Ja, klar. Er kommt wieder. Also ich würde da drauf schießen, aber ich sehe schon einen Pfeil vor mir hängen. Das heißt, oh, er fällt um. Oh mein Gott, ja! Warte mal, das könnte gut sein. Oh nein, sag mir nicht, er ist im Wasser. Er verliert keinen Sauerstoff. Ah, oh, sehr gut. Die Atemdrüsen gucken aus dem Wasser. Ansonsten hättet ihr ihn eben beatmen müssen. Ja, Mandy, ist Pateradings da deins? Da packe ich dann nicht. Ellie, ich hol dir mal kurz deinen Vogel. Pack ich mal kurz das da rein. Wieder die Armbrust. Wollte eigentlich runterkommen, damit du näher kommst. Oder wenn so, ich näher ist drin. Achso, ja, okay, das ist super. Vielen lieben Dank euch allen. Ich stelle mich drauf und bemal ihn. Okay, mach das. Ich hab keinen Pinsel hier. Könntest du, glaube ich, auch noch gar nicht machen, weil wir... Ich mal einfach versaute Sachen hier an den Stein. Aber ich habe ja keinen Mahlstein. Mahlstein. Fabi ist verwirrt. Habe ich eigentlich was zu essen dabei? Habe ich nicht. Oder? Nee. Ja, ich muss jetzt auch erstmal Fleisch finden. Ja, ich habe ja keinen Flugsaurier. Ihr habt mich ja mitgenommen. Ich muss jetzt darüber schwimmen. Ich hol dir ein bisschen Prime Meat. Ich guck mal gerade, ob ich darüber schwimmen kann. Ich kann das auch mitnehmen. Ja, ja, bitte, das sind garstige Fische im Wasser. Wie kann ich mich nochmal aufgrabbeln? Rechtsklick. Rechtsklick, genau. Oh. Aufkrabbeln ist auch ein schöner Name dafür. Hab ich dich? Nein. Rechtsklick funktioniert super, ich bin nämlich gerade abgestiegen. Bist du ins Wasser gekommen? Wie hast du denn die Tasten belegt? Super, jetzt fliegt da oben. Der hat runtergekackt. Wart ihr im Wasser zufälligerweise? Nee, der Vogel fliegt 1 Meter über mir. 2 Meter über mir. Eddie, warum schießt du auf den Vogel? Ich schieße nicht auf den Vogel. Ich habe eigentlich versucht, den irgendwie zu erwischen. Du musst runterpfeifen. Einfach Tee. Ah, er kommt. Boah, Vogel, ey. Aha, ich habe ihn. Passen? Okay. Hab ich dich? Ja. Super, ich tausche auch gleich wieder Platz. Ja, auch kein Thema. Tausche gleich wieder Platz, Digga. So. Supi. Du musst mich auch loslassen. Ja, ich wollte auch gerade landen, aber ich hab's verfehlt. Hab mal 6 oder 9 Prime Meat. Genau. Jetzt ist aber bei dir auf Folgen, genau. Ja, wie krieg ich das denn wieder weg? Die ganzen Tassen. Einmal noch Tanzeschweine. Yay, Tanzeschweine haben Spaß. Ist für verpisst dich. Puh. Vielen Dank euch nochmal. Ja, das haben wir aber doch ganz gut hinbekommen. Ja. Hast du überhaupt genug Fleisch? Ich versuche gerade Fleisch zu bekommen. Gut. Man sieht ihn gar nicht von hier, aber ich hätte gedacht, man sieht ihn von unserem Balkon aus, aber die tut man nicht. Ja, ganz genau, knapp sieht man ihn nicht. Ist genau in der Ecke. Von meinem sieht man ihn. Zum Balkon oben. Ja. Kann man da hochlaufen oder muss man hochfliegen? Man muss hochfliegen. Boah, ist ja doof. Ich wäre dafür, keine Treppe. Kann man, aber ich wäre dafür, wir bauen auf jeden Fall da Treppen nach oben, weil man kommt ja recht weit nach oben. Mit Strickleitern mittlerweile. Oh, das ist auch cool. Geil. Eine Strickleiter. Müssen wir nicht stricken. Ich habe was reingepackt, ne? Ich habe auf jeden Fall noch 2 Spinos. Moment, haben wir irgendwo was zu essen eigentlich? Natürlich nicht. Weil ich bin hungrig. Wir brauchen noch mal einen Bärenfarmer-Dino, ne? Hier ist überall nur vergammeltes Fleisch. Wir haben nichts zu essen. Kann ich mir ein Stückchen von dem Spino abschneiden? Aber nur die Schwanzschütze. Nein! Wie macht man nochmal diesen Flugangriff? Tee. Jetzt hast du da schon was reingetan? Ja. Tee hast du gesagt? Echt? Tee, ja. Ist das alles weg oder was? Nee, hat noch. Jetzt habe ich gerade... Ihr habt E oder T gesagt, ich habe nämlich E gedrückt. C, Charlie. Ach so. Huch ja, das war nämlich falsch, was ich gedrückt habe. Die Piranhas denn im Wasser auf?
Ja, möglich. Da kommt gleich auch ein Alpha-Fisch vorbei. Christina. So was? Ja. Jetzt? Alpha-Fisch? Ein Alpha-Säbelzahnfisch. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Alpha-Säbelzahnfisch, meine Güte. Toll, jetzt hat mein Dino das ganze Fleisch gegessen. Der hatte mehr Hunger als du. Das stimmt überhaupt nicht. Alter, dieser Bronto ist aber auch widerstandsfähig. Ah. Ist aber auch widerstandsfähig. Wir haben eindeutig zu wenig Steine. Wie gut, dass wir hier so viele Steine am Strand rumliegen haben. Das ist so mühsam, wie zu fahren. Wir haben eindeutig zu wenig Essen. Da vorne ist die Kadi, kann ich die essen? Nein. Theoretisch, doch, doch kannst dran. Du kannst sie töten und dann kannst du ihr Fleisch sehr gut. Essen. Kannibalismus! Ist Kannibalismus, würde man darunter zählen, das ist richtig, aber... Nix aber! Oh, ich hab 110er Dodo. Oh, was denn? Oh. Was denn? Da ist ein, Alpha... Allosaurus? Oh! Nee, nee. Ja, hier! Also... Ja, wo ist denn hier? Hier ist gut. Ich hab den Dodo, aber ich hab ihn nicht gefressen, oder wie? Auf der anderen Uferseite. Das ist kein Alpha übrigens, das ist einfach nur der Herrenanführer. Ach so. Das... Aber können wir den nicht kaputt machen jetzt? Ja klar, können wir den kaputt machen. Easy. Wo ist der? Ach, da easy. Warum hat mich der Piranha angefressen? Achtung, Piranha kommt auf dich zu. Oh fuck. Ja. Komm her, ich axte dich. Vielleicht ist er auch nur ein Fisch. Ich hab nicht mal einen Speer. Hast du einen Speer? Ja. Ja, komm, mal ist der nicht, oder? Doch, der ist doch. Doch, der ist. Ich pack da jetzt einmal trotzdem mal Fisch rein. Die ziehen so langsam weiter. Ja, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Nimm ihn mit! Direkt an der Küste. Gegenüber vom Eingang. Gegenüber vom Eingang? Auf welcher Seite genau? Also ich sehe euch nämlich da, auch nicht. Da, wo wir den Spino gerade gezähmt haben. Ja. 10. Nö. Was gegenüber vom Eingang. Aber doch, ist also doch, gegenüber von uns ist doch da. Ist überhaupt nicht da, ich sehe hier kein Spino. Der ist einfach die Küste runter. Bist du? Einfach die Küste runterfliegen. Ins Landesinnere. Richtung Fluss, der ins Meer, in den großen Fluss mündet. Ich sehe hier aber zwei weitere Spinos. Du bist auf der falschen Seite. Okay. Bei unserem Ausgang geradeaus. Wo ist denn bei unserem Ausgang? Wir haben überall Reittüren. Da ist eine Tür, da geht eine Treppe runter. Wer hat denn da Fleisch reingepackt? Und ich habe jetzt gerade welches geholt. Achso, danke. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich brauche ja auch Fleisch. Also brauche ja vom Balkon kann man direkt drauf gucken. Ach, vom Balkon? Vielleicht hilft das. Ich gucke auch mal hin. Da, wo die Lobby ist, gell? Vom Balkon kann man direkt drauf gucken. Auf was genau dann? Auf die gegenüberliegende Uferseite. Da ist ein Flugsaurier mit Day drauf. Ach, da! Ja, und noch ein bisschen weiter, da bin ich mit drei Anosauriern. Brennt der eine? Ja, das ist der Gruppenanführer. Das ist der Anführer. Warum brennt der Anführer? Attacke! Okay. Ui. Ich guck zu. Boah, das sieht voll cool aus. Der Anführer ist. Kann man die eigentlich zähmen? Oha, ich bin verlangsamt. Ich blute wie Sau. Aus meinem Arsch. Die können richtig. Was? Ja, aber auf jeden Fall krasser Kampf, was ihr da gemacht habt. Nein, nein, nicht aufbessern. Nein, ich brauch das Fleisch, meine Lieben. Habt ihr voll gut gemacht. Hä? Wieso sind die verschwunden? Hat irgendjemand Fleisch gefunden? Nee. Ich hab der ja die alle gegessen. Würde ich so nicht sagen. Aber doch, habe ich. Ich habe das starke Bedürfnis, jetzt zu betäuben und in den Fluss zu schmeißen. Was denn? Ich habe 8 oder 9 Filet daraus bekommen. Das ist schon nice. Das ist nice. So, aber da würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt aufnehmen. Mache ich hier eine Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.